herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Irgendwie geht's hier nicht weiter. Keine Energie mehr. Beziehungsweise kriegt er hier zu wenig. Und das können wir eigentlich mal kurz ändern. Solar Panel muss dann aber auch woanders hin. Indem wir den hier dahin pflanzen. Und hier die Leitung dran setzen und das Solarpanel da oben. So, dann wird den nochmal richtig konfigurieren. Das heißt links raus und unten raus. Und schon geht es wieder ab. Ja, Solarpanel müssen wir auch demnächst nochmal welche machen. Wir kümmern uns jetzt erstmal unten um diese um die Versorgungsebenen, wo wir gesagt haben, da wollen wir noch mal Elevators einbauen. Elevatoren. Hier ein. Dann kommt der hier aber weg. Nein, und jetzt haben wir uns ausgesperrt. Und auf diese Ebene kommt auch einer. Und ihr seht schon, hier liegen immer wieder Lootbags und Zeug rum. Und deshalb müssen wir hier jetzt gleich noch was einbauen, was uns die Lootbags aufsammelt. Oh, verdammt. Das habe ich schon alles im Inventar. Ja, es geht gleich hoffentlich ruckzuck. So, hier. Gut, das funktioniert. Wir sind hier Versorgungsebene bei Versorgungsebene. Jetzt kommt hier ein Vakuumhopper hin. Da auch. In diese Ecke auch. Und hier noch. Und dann ein paar Item-Conduits. Müssen es neu ausmachen. Sonst ist das immer ein bisschen doof hier. So, jetzt. Und die müssen. Kann man gucken. Hier geht's raus. Check das doch nicht. Das heißt, wir gehen mal einfach hier runter. Drin. Insert. Da das eine reine Moment, Versorgungsebene ist, ist es auch völlig egal, ob hier Items oder Item-Conduits rumliegen. Oder nicht. Das war knapp. So.
ist leer. Der hier auch. Also scheint es zu funktionieren. Aber wenn ich hier jetzt was hinwerf, so wie das hier, wird der hier angezogen und landet dann da unten. Dann können wir hier mal die Fassaden anbringen. Und die Kiste geht nicht mehr auf. Verdammt. Oder geht die? Nee, das geht nicht mehr auf. Und das ist doof. Wie immer. So, da kommt auch noch ein Itemkonduit hin, hier auch. Und natürlich da hinten. Dann bauen wir hier zu. Dann sieht es aus, als wäre hier gar nichts. Der kommt da rein. Echt da. So, jetzt sieht alles schön aufgeräumt aus. Die Kiste geht natürlich auch nicht mehr auf. Ist aber nicht so schlimm. Die sind ja eigentlich alle richtig gesetupt. Kannst du mal sterben hier? So, wichtig war mir, dass diese Items hier aufgesaugt werden, die hier von diesen lästigen Slimes kommen. Die Herzen nehmen wir auch mal mit. So, irgendwann kommt noch ein Setup für eine Trashcan. So, wir können jetzt hier schon mal, ja, hier können wir den Elevator mal abbauen. Beziehungsweise haben wir die Lampen noch dabei? Nee, natürlich nicht. Ich hätte mir hier eine Lampe hinsetzen können. Eins nach oben kommen wir. Und dann müssen wir da hinten noch einen Elevator einpflanzen. Und dann kommen wir auf der Seite zu der Versorgungsebene. Und auf der anderen geht es nur zu den wichtigen Dingen. Was wir da natürlich wieder machen müssen. Jetzt haben wir Glück gehabt. Hier den Lever mal wieder umplatzieren. Da muss man immer so weit laufen. Das wollen wir nicht. Wir sind ja faul. So, wir haben 14 Herzen schon. Daraus könnten wir uns eigentlich mal schöne Kanister bauen. Ja, das hier brauchen wir noch. Da hinten ist ein Slime. Da probieren wir das doch gleich mal aus.
mit dem Backenhocken funktioniert, das finde ich gut. So, jetzt holen wir uns mal hier nochmal zwei Weizen. Und geben den Kühen hier nochmal was zu futtern. Macht es auch ganz immer ein bisschen Sinn, dass wir hier Weizen anbauen. Und die Grünfläche ist auch fertig. Drei Weizen noch. Leder kriegt man leider im Moment noch nicht. Dann kriegen wir keine Saplings mehr. Gibt es hier keine Saplings? Das wäre doof, weil dann funktioniert das Ganze hier nicht. Insert. Egal. Lass mal machen und gucken dann. So, Solarpanel Level 3. Hier haben wir von den Teilen noch einen Haufen. Dann brauchen wir noch Solar Panel Level 1. Zum Glück haben wir jetzt einen Haufen Aluminium. 1, 2, 3. So, dass wir hier schnell produzieren können. Redstone und Holz. Was brauchen wir denn noch? Nochmal ein Stack Redstone. Stack Gold und noch ein Stack Redstone. Für die Teile hier. So viele hätten wir gar nicht machen müssen. Haben wir denn? Haben wir wirklich diese hier gebaut? Irgendwie brauchen wir noch viel mehr Sand. Und der bleibt hier drin. Aber die eine Solarzelle könnte man eigentlich fertig machen.
Erst der erste Schritt, dann der zweite Schritt. So ist das nämlich richtig. Das da und da unten gehört eine Leadstone Energy Cell rein. Redstone Block. Die Geschichte ist, wir haben kein Crafting Table mehr. Nein. Redstone Block. So, 7 Redstone Energy Cells sollten erstmal reichen. Und hier ein weiteres Salat. Nacht produziert nichts. Verdammte Axt. Warum reicht es nicht mehr? Zu viele Leute online. Bitte schlafen. So, gut. Shadow TS geht für mich schlafen. Danke. Gut, weil wir müssen noch ein bisschen Glas produzieren. Davon haben wir eigentlich zu wenig. Und da wären auch noch Redstone-Blöcke gewesen. Können wir doch noch ein paar Solarzellen craften oder zumindest eine von diesen etwas größeren. Die Wege sind zum Glück bei mir nicht allzu lang. Oh, Redstone. Haben wir wieder alles weggepackt. Ist ja super. Diese Teile brauchen wir nochmal. Wo ist denn der Rest hin? Ah, hier. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
Der Harvester braucht so viel Energie, das gibt's nicht. Oder die Kabel reichen nicht. Das könnte wahrscheinlicher sein. Pflanzt da mal andere Kabel drin. Upsa. Nämlich von den Orangen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Nichts. Ich hab den. Der ist gar nicht so konfiguriert. Doch eigentlich schon. Jetzt kriegt er Energie. Ja, ich glaube, das lag an den Kabeln. Okay. Was haben wir gerade gemacht? Solarzellen haben wir gemacht. Sand. Sand brennen. Doch Sand brennen für Glas. Damit das nächste Mal noch ein bisschen schneller wird. So, Solarzellen rein, das hier rein, das da auch, das auch, das. Wir werden gleich nochmal die Kühe ein bisschen ja, hier vermehren. Die Äpfel hauen wir mal da rein. Keinen Bock die ganze Zeit die mit rumzutragen. So, Gravel da oben rein. Hodele, das war es auch wieder von der heutigen Folge. Sky Factory. Ich wollte die Kühe nochmal hier so Spaß haben lassen. 1, 2. Guckt euch mal den Springbock an, wie der springen kann. Gut, das war's von Minecraft Sky Factory für heute, für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein... Nein, nein, das wollten wir jetzt aber nicht. Dann musst du sterben. Lasst ein Like oder einen Kommentar da oder irgendwas anderes. Ich freue mich wie immer über alle Rückmeldung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Minecraft.